Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Sorry, die letzte Folge war ein bisschen lang, weil ich nicht darauf geachtet habe, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und naja, wir sind ja gerade mal in einem Erwachsenen-Kino drin. Mhm. Also ich habe... Warte mal, dabei sind immer noch Teschleit und Andi. Hallöchen. Ja. Guten Tag. Und jetzt kannst du reden. Ja, jetzt kann ich nicht. Jetzt bin ich gerade wieder am Schwimmen. Also ich habe eine Sache. Finde ich persönlich schon mal richtig geil. Im Inventar. Dass es voll ist. Nein. Ist nicht voll. Keine Pfeile. Okay, wir sind jetzt anscheinend schon im Warteraum hier. Was ist denn das? Babel Seeds. Ich habe ja gerade den Airdrop gelootet. Mhm. Oh, thank you, das. Stop. Wofür sind die Painkillers eigentlich nochmal? Schmerzmittel. Ja, aber woran merke ich, dass ich Schmerzen habe? Indem dir irgendwas wehtut? Nee. Doch. Ohne Scheiß. Mhm, sicher. Weißt du nicht, keine Ahnung. Wenn du irgendwelche kleinen Krankheiten hast, kannst du die nehmen. Okay. Dann gib her das Zeug! So, jetzt trinken wir noch eine Dose Bier, also da. Links Bier. Oh, Kartoffeln. So, können wir mal hier oben gucken. Oh, da sind Kisten. In den Kisten ist mancherlei toller Sachen drin. So, und ich würde aber sagen, wir ziehen uns dann gleich wieder nach Hause zurück, weil wir haben es schon wieder 14 Uhr. Und ich bin immer noch krank. Es würden einige sagen, vom Kopf gibt es aber nicht. Nein, er hat mich gesehen. Fuck. Wer? Der Dreckshund! Scheiße, diese Viecher. Ich bin tot, fuck! Also ich würde sagen, die Hunde sind das unnützte Zeug überhaupt hier. Und ich hatte was richtig Geiles im Inventar aus dem Airdrop. Ich auf Straße. Und bei mir in der Nähe? Ja, am Haus. Quasi. An welchem Haus? Ja, wenn du auf der Straße, wenn du zwischen Straße und Stadt quasi, zwischen unserem selbstgebauten Unterschlupf da, den kurzfristigen. Ach dort, hm. Renn ich mal schnell hin. Ich hab hier so ein Vor oder was das ist. Ja, du näherst dich meinem... Ich seh dich, ja, ich seh deine Tasche. Wo ist der Hund? Der war da. Mhm. Und ein paar mehrere Zombies. Ja, zwei. Ja. Oh. Ich würde gerne die Schematik lernen. Hä? Ich würde gerne das lernen, was da drin hab ist. Hab ich schon gerade. Das sind Eisen. Das sind Eisen. Andy died. Ja. Ich sag nix mehr. Wo bist du denn? Wieder am Respawn. Hast du alles mitgenommen, Nico? Nee, ich konnte nicht alles mitnehmen. Aber im Inventar ist nämlich auch voll.
Ich laufe ab und hin. Nein! Wieso fliegt das Vieh jetzt neuerdings immer in die Luft? Scheiß Vieh! Sind diese Bullen-Zombies oder? Ja! Vor allem immer so schnell! Was hast du noch Hübsches hier drin? Ein Ei, Wasser, Holz, ein Schlafsack. Nein, eigentlich nicht Bescheid. Doch, die Kaffeebohnen. Ja, die rette ich wenigstens noch. Warte mal, nee, warte mal. Wir müssen noch was retten. Das müssen wir noch retten. Ist das dein Schlafsack, den du hier drin hast, oder ist das ein gefundener? Nein, nein, das ist noch ein zusätzlicher. Gut. Na, mal gucken, wo der Andi jetzt ist. Du angefangen. Weit, weit, weit weg. Ich hab's gesehen. Far, far away. Wie weit ist denn da weg? Kilometer. Das geht aber noch. Ja, das hätte ich gesagt, da kommt einfach mal mit zu uns ins Haus. Und legt sich dort mal einen Schlafsack hin. Die ich dann erst bauen müsste. Nee, ich hab deine Inventar Pfeife. Hab ich gerade gesagt. Hat er ja von mir gelootet. Richtig. So, ich mache jetzt zurück nach Hause und Tashlight, du versuchst den Andi jetzt abzuholen. Hast du meinen Bogen und sowas mit? Nee, kannst es. Bogen kannst du schnell neu machen, ist kein Problem. Ich hoffe nämlich, dass die Infektion sich nicht so weit ausgebreitet hat, dass ich die nicht mehr mit Honig heilen kann. Ja, zu Hause haben wir zwei Bette Honig, ne? War das alles, was in dem Erdtrop drin lag? Ja. Scheiße. Ein bisschen kontraproduktiv, ne? Ja, gut, ich fand die Iron Boots waren halt geil, ne? Na, was war denn da sonst noch drin? Ja, die ganzen Bauteile für Waffen und sowas. Ah, Dreck. Hast du die nicht gelootet? Nein, kann ich nicht. Ich habe ein volles Inventar. Habe ich doch vorhin gerade gesagt, ich habe ein volles Inventar. Oh. Und bin froh, dass ich wenigstens noch einige Federn bluten kann, weil ich davon noch genug in. Nicht mehr so viel im Inventar habe. Oh, da ist der Nekro. Tessi, hallo. Haben wir noch hier ein bisschen Baumwolle mit? Baumwolle haben wir genug. Baumwolle habe ich alleine 9er. So, ich würde sagen, demnächst machen wir uns eben mal zunächst. Also, versuchen wir uns erstmal ein bisschen auszurüsten. Mhm. Und holen erstmal Andi zu uns. Damit er endlich mal seinen Spawnpunkt hat. Ja. Stimmt, ich muss wieder schwimmen. So, und falls es eben halt nicht bis zum Nachtanbruch schafft, versucht es wenigstens bis zu dem Unterschlupf, den wir da gebaut hatten. Bis dorthin zu kommen, dort zu übernächtigen. Ja. Ich habe eine Map. Es gibt eine Karte? Ja, eine Treasure Map oder sowas habe ich gefunden. Okay. Muss ich mir das mal angucken. Komplett die Zeit verpeilt, ey. Komm, Zobby ist auch Treppen hoch? Ja. Was ist Treppen? Leiter? Ja. Ja. Dann muss ich mich jetzt konzentrieren. Also ganz still sein. Lalalalalalalalala. You feel sick, your stomachs are in heft. Ja, ich hab die Scheißerei. Ja, weil ich gerade dieses milky Wasser getrunken habe, deswegen. Oh. Okay. Da gewusst, dass man davon krank wird. Aber soll das Problem nie sein, ich habe ja den Tee noch, beziehungsweise ich kann ja den Tee machen.
schlimm ist es ja nicht. Ja, so scheiß viele Zombies, ne? Ja, wenn wir wenigstens eine Sniper-Waffe schon hätten, ne? Mindestens. Ist ja noch ganz schön weit bis zum Haus, holy moly. So, und jetzt merkt man noch rum, dass dem kalt wird. Zuerst merkt man darum, dass dem warm ist. Erstmal, dass ich den Rest hier aus meiner Waffe, aus meiner Tasche krieg. Du hast doch da was gekriegt raus? Ja. Das ist gut. Oh, hoffentlich kommt ihr nicht hoch. Ehrlich. Ich habe hier Waffenparts. Ich habe ja SMG-Parts. Ja. Sniper Rifle und Rocket Launcher. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist zwar gut und schön, dass ihr die Parts hat, aber wir müssen die Blueprints dafür noch finden, dass wir das bauen können. Ich bin hier in so einer Military Base. Oh, schön. Ich komme zu dir. Glaube ich. Gut, Teschlet kommt jetzt zu dir. Ich übernächtige die Nacht zu Hause. Ich mache mich erstmal wieder gesund. Dann oder ich das überlebe, sagen wir es so. Na, du überlebst, das schaffst du schon. Undected, ja. Hunted. Undected, hunted. Sonst baut ihr einen, ne? Weißt du, einen, Fallenbogen. Das und ein Bett. Damit du zumindest da wieder spawnst, wo du jetzt bist. Stimmt. Das Problem ist bloß, dass die Zombies eben halt, auf Deutsch gesagt, dein Bett campen. Ach ja, wäre nichts Neues. Zu Hause. Zu Hause ist doch am schönsten. Hm. Hier sind super Supermärkte. Da ist Working Stuff Tools. Aber wir haben kein Holz mehr, oder? Crackbook. Crackbook. Die Bücherei. Reingehen und durchsuchen. Geht nicht, wird gerade dunkel. Scheiße, ich bin in der Nähe von Andi. Gott, ich schaffe jetzt noch raus. Erstmal die hier ist eine Bank. Boah, ich hab's geschafft. Hier ist ein Waffenladen. In der Stadt drinne? Ja, Shotgun. Mache oder so heißt der Laden. Okay, ich muss dann echt nochmal hin. Alter, Walter, hier ist alles gibt's hier in der Stadt. Ich warte aber erstmal wieder. Hey, Andi, du müsstest gleich an der Stadt sein. Ich glaube nicht, ich bin hier an einem Punkt. Achso, hier ist noch ein Waffenladen. Hier sind mehrere Waffenläden im Kern der Stadt. Ja, ich sitze im Turm vom, von einem Militärding fest. So. Da ist er, da kommt einer hoch. Ich da wieder unten. Runtergeprügelt. Ist das richtig? Hau die dumme Sau runter. Ich brauche jetzt noch schnell Holz. Ich habe ja immer noch eine Flitzekacke. Ab 21 Uhr ist dunkel, ne? Ja, nee, 22. 22, okay. So, Feuerholz. Hier ist gerade was explodiert. Da ist der Golden Rod Tee. So. Ah ja, hab ich. Alter, stock das auf einmal bei mir hin. Okay. Ach, du bist in der Wüste. What the fuck, genau. 2 Millionen Zombies hier und gerade ist meine Ausdauer weg. So, ich kann nichts mehr trinken. Ich kann auch gerade nichts machen. Ey Gott, ich hab komplett einen Knast. Ich hab Kohldampf wie Atze. Ja, dann kurz umdrehen. Ich muss aber schnell Wasser machen. Jetzt kann schon ein bisschen Bäume fallen.
bevor es Nacht wird. Was passiert, wenn ich Zombie kaputt kloppe? Was kaputt kloppe? Zombie. Nix, was sollte passieren? So, aber ob es da nicht schafft, werden wir in der nächsten Folge erfahren, weil wir sind schon wieder am Ende. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Guckt auch beim Andi ist auch schon bei Tashlight vorbei. Genau. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, schönen Tag euch und tschüss. Ciao. Ciao.